Seid gegrüßt, liebe Leute. Wir schauen uns heute ein Interview mit Patrick Kaczmarek an, wo es um globale Armut geht und darum, warum viele Entwicklungs- und Schwellenländer es nicht schaffen, wirtschaftlich zu den Industrieländern aufzuschließen. Das war ein sehr interessantes Interview. Ich habe es mir im Vorhinein schon angehört und dachte, Mensch, da müssen wir im Stream drauf reagieren. Wir werden uns leider nicht das gesamte Interview ansehen können, sondern ja. Also ungefähr die Hälfte wahrscheinlich. Hab leider nicht so viel Zeit. Vorab wieder der Hinweis in eigener Sache. Folgt mir auf Odyssey und folgt mir auf Rumble. Ja, ich blende hier nochmal meine Kanäle ein, werde ich zum Schluss nochmal drauf verweisen. Verdammt. Ja, wie gesagt, folgt mir auf Odyssey und folgt mir auf Rumble. Da kommen die Reaktionen auch zuerst online. Die Links zu Odyssey und Rumble finden sich wie immer in der Videobeschreibung. Das Video von Jacobin, wenn ihr euch das ganze Interview ansehen wollt, ist natürlich auch in der Videobeschreibung verlinkt. Wirklich dicke Empfehlung, schaut da gerne vorbei. Patrick Kaczmarek bringt hier wirklich gut auf den Punkt, warum viele Entwicklungsländer es vor allem mit der neoliberalen Wirtschaftspolitik, wie sie gerade getrieben wird, nicht schaffen aufzuholen und wie der Westen sich durch sein Handeln diesbezüglich global immer weiter isoliert, da er auch eine große Schuld an dieser Misere trägt. Aber dazu kommen wir jetzt. Wie gesagt, wir steigen gleich ein. Mich hat jetzt besonders interessiert, dieses Panorama, was du aufmachst am Anfang, der globalen Armut und des Fortschritts, den es vielleicht gibt oder vielleicht nicht gibt. Ja? Also es gibt viele liberale Erzählungen, die sagen, ja, der Kapitalismus, der hat eigentlich nur Wohlstand gebracht, global gesehen, er hat ganz viele Menschen aus der Armut geholt. Du nimmst aber eine globale Perspektive ein und zeigst, naja, so ganz so einfach ist es nicht. Also wie steht es heute eigentlich um die globale Armut? Genau, also diese liberale Erzählung im Grunde ist das eine, wo man sich bei der Kommunistischen Partei Chinas bedanken kann, dass es so geklappt hat. Ich weiß nicht, ob viele Liberale das gerne tun, aber es ist einfach de facto so. Und wenn wir tatsächlich vom globalen Rückgang der Armut sprechen, den es ja gibt, also der ist ja faktisch, kann man den sehr leicht nachvollziehen, ist aber sehr, sehr stark konzentriert auf einige asiatische Länder, bevölkerungsreiche Länder und da vor allem China, die es eben geschafft haben, in den letzten etwas über 40 Jahren mehr als 800 Millionen Menschen aus der extremen Armut zu holen. Also Ich glaube, der Großteil der globalen Armutsreduktion geht auf China, Indien, Indonesien und Vietnam. Und davon nochmal der Löwenanteil auf China. Also das ist doch sehr interessant. Vor allem da China, das wird Patrick Kaczmarek gleich erzählen, das mit einer sehr viel interventionistischeren Wirtschaftspolitik geschafft hat, als ja, das, was der IWF empfiehlt. Extreme Armut da auch definiert als die jeweiligen Schwellenwerte, die da gelten, wo man sich natürlich auch streiten kann, inwiefern man jetzt mit, was weiß ich, also jetzt gerade liegen wir ja bei 2,15 Dollar pro Tag, inwiefern 2,10 Dollar und 2,20 Dollar einen realen Unterschied macht. In einem Fall ist man in der Statistik, in dem anderen Fall nicht. Und aufgrund dieser extrem hohen Konzentration von Menschen in den unteren Einkommensklassen ist es eben auch so, dass schon geringste Verschiebungen dieser Armutslinie deutlich mehr Menschen dann in die Armut holen. Also der Durchschnittswert ist jede 10 Cent 70 Millionen Menschen mehr. Also 10 Cent, ne, wenn man höher geht, hat man 70 Millionen Menschen mehr in extremer Armut oder in Armut, je nachdem, wie man das dann definieren mag. Und von daher, wenn wir eine globale Perspektive einnehmen, muss man sich halt schon fragen, wie erfolgreich waren wir? In Lateinamerika sieht es in manchen Ländern katastrophal aus, in manchen Ländern wird es jetzt noch katastrophaler, gerade Argentinien, das ist ein absolutes Desaster. In Afrika ist es auch, also meine Entwicklungsarbeit war im Schwerpunkt mit ostafrikanischen Ländern zusammen. Auch dort sieht man noch die Folgen vor allem der Strukturanpassungsprogramme aus den 90er Jahren, die viele Volkswirtschaften und auch natürlich aus der Zinskrise aus den 80ern, also so dieser Schwenk zum Neoliberalismus gegen Ende des 20. Jahrhunderts, den wir hatten. Anfang der 80er Jahre hat der US-Notenbankpräsident Paul Volcker die Zinsen sehr stark angehoben, die Zinsen weit, weit über das nominale Wirtschaftswachstum angehoben, damit die US-Wirtschaft abgewürgt, aber auch Krisen im globalen Süden ausgelöst. Denn die Zentralbanken dort mussten ihre Zinsen noch wesentlich stärker anheben, was wiederum die Investitionstätigkeit dort vollkommen getötet hat, was die Staatsverschuldung aus der ja, völlig außer Kontrolle hat geraten lassen, was den IWF dann in vielen Ländern auf den Plan gerufen hat. Also das war ziemlich katastrophal für den globalen Süden, was die US-Notenbank Fed damals beschlossen hatte. Also der globale Süden hat sogar zu großen Teilen eine Deindustrialisierung erlebt und nicht einen weiteren Aufschwung. Also gerade wenn man sich viele Länder in Afrika anschaut, die haben seit den 1960er, seit den 1970er Jahren real überhaupt kein Wirtschaftswachstum gesehen. Also das ist ein ziemliches Desaster entwicklungspolitisch, wenn man bedenkt, wie arm diese Länder ohnehin schon sind.
hatten, hat da bleibende Spuren hinterlassen. Und teilweise sind die Reallohneinkommen heute in einigen Ländern noch deutlich unter dem, was sie vor 30 Jahren mal waren. Und das ist eine absolute Katastrophe. Das heißt, diese Erzählung, der Kapitalismus gerade so in den letzten 50 Jahren hat die Welt quasi viel reicher gemacht, viel wohlhabender, ist insofern erstmal nicht ganz so eindeutig. Du hast es eben angesprochen mit China, weil erstmal in China eine bestimmte Sorte des Kapitalismus geherrscht hat. So habe ich dich verstanden. Also dort wurde es, die ja eine ganz andere ist als den Kapitalismus, den du als Ego-Kapitalismus bezeichnest, den neoliberalen Kapitalismus im Westen. Genau, und auch der natürlich dann vielen Ländern des globalen Südens aufgezwungen wurde. Also im Grunde war ja das, was in Griechenland passiert ist, so das Standardprogramm für die Länder, die in irgendeine Krise geraten sind, mit dem Ergebnis, dass die Krise nur noch verschärft wurde und die Politik dann dafür gesorgt hat, dass sich diese Länder auch nie wirklich erholen können. Also das war so der Standard im globalen Süden. Und China hat eben ein ganz besonderes Modell gefahren, dass eine extrem starke staatliche so eine Dirigenz praktisch der Entwicklung vorgenommen hat. Also das ist ja auch teilweise, wenn man dann mit Liberalen darüber streitet, das ist, also A, muss ich ehrlich sagen, finde ich es manchmal schon ein bisschen interessant, wie schizophren Liberale sein können. In der einen Sekunde sagen sie, ja, China, der freie Markt hat dort für Entwicklung gesorgt. In der nächsten sagen sie, wir brauchen Protektionismus gegen China, weil es ist kein freier Markt. Also das kriegen Liberale auch gut hin, diese Schizophrenie zu verkörpern. Na, das ist ja immer so. Also auch Staaten wie die USA oder Großbritannien waren immer für den freien Handel, immer dafür, dass möglichst alle Zölle, alle Handelshemmnisse abgebaut werden, solange wie sie selbst das stärkste Kapital waren. Man sieht das jetzt sehr gut mit China. Jetzt ist China konkurrenzfähig und jetzt wollen die USA, jetzt will die EU, jetzt will auch Großbritannien plötzlich Protektionismus machen. Weil chinesische Produkte eben plötzlich konkurrenzfähig sind. Das war schon immer so. Das ist nichts Neues. Auf der anderen Seite ist es natürlich aber auch so, wenn man, ich sag mal, aus liberaler Sicht sagen würde, es war der freie Markt, der da irgendwas bewirkt hat. Also das ist ein solcher Unfug. Das ist, also man weiß gar nicht, wo man da anfangen soll, ja, ob das Stichwort Isabella Weber, Preiskontrollen waren, die man eingeführt hat, der Joint-Venture-Zwang, wo dann eben Unternehmen gezwungen wurden, ihre Technologien zu teilen und das dann natürlich auch lokalen Firmen geholfen hat, sich dazu entwickeln. Seit dem Beginn der Nullerjahre hat die chinesische Regierung bei der Lohnpolitik sehr, sehr hart durchgegriffen, dass man dann eben Mindestlöhne eingeführt hat und die auch rasant gestiegen sind, um eben weg von diesem exportorientierten Modell, wo man dann eben hohe westliche Produktivität mit den niedrigen Löhnen dort kombiniert hat. Dadurch hat man enorm über zwei Jahrzehnte hinweg fast zweistellige oder hoch einstellige Lohnzuwächse. Also das kann man sich bei uns gar nicht vorstellen. Und das hat eben dafür gesorgt, dass der Binnenkonsum in China enorm stark gestiegen ist. Das hat dazu geführt, dass die hohen Leistungsbilanzüberschüsse, die China Anfang der 2000er hatte, wieder fast vollkommen abgebaut wurden. Also China hat immer noch Leistungsbilanzüberschüsse, aber wesentlich niedriger als das, was es noch vor der Finanzkrise hatte. Wettbewerbsvorteile erlangt und konnte dann über den Exportkanal dann praktisch sich aus der Armut, sage ich mal, exportieren. Aber das ist natürlich kein Modell, was auf Dauer funktioniert. Von daher wusste man, gut, nach einem bestimmten Maß der Entwicklung müssen wir dafür sorgen, dass der Produktivitätsfortschritt, den es da gab, dass der breiten Masse zugutekommt. Und das ist genau das, was dann auch staatlich orchestriert dort passiert ist. Man hat enorm stark in die Kreditvergabe eingegriffen. Man hat ganze Sektoren gezielt ausgesucht, gefördert. Also beispielsweise die Automobilindustrie, wo ich mich auch mit in der Promotion so ein bisschen mehr befasst habe. Also da sieht man sehr, sehr anschaulich, wie die chinesische Regierung teilweise auch beispielsweise die Partnerschaft mit VW forciert hat, weil VW dann eben gesagt hat, gut, aber wir werden jetzt nicht nur hier die finale Zusammenstellung der Autos dann irgendwie machen, sondern wir werden auch Motoren hier produzieren, die wir dann in den Verbund des VW-Konzerns weltweit exportieren werden. Und dann haben sie gesagt, super, das bringt dann wieder Devisen rein, könnt ihr machen. Ja? Also auch dort eine sehr, sehr starke staatliche, ich sag mal, Zielsetzung, die man da hatte, wo man das Modell gefördert hat. Auf den Devisenmärkten hat man extrem hart eingegriffen. Also bis heute gibt es ja zwei chinesische Währungen, eine Onshore, eine Offshore. Und von daher, also zu sagen, irgendwie es wäre der freie Markt und irgendwie war da Bürokratie und Kommunismus und dann... Um es nochmal etwas langsamer aufzurollen, in China, da hat man von 1979 bis 1992, 93 Marktreformen durchgeführt. Also dieser, beziehungsweise 1978 hat man eigentlich schon angefangen. Also dieser Prozess, der dauerte insgesamt 15 Jahre, wo China von einer Planwirtschaft zu einer Marktwirtschaft wurde. Das arbeitet Isabella Weber in ihrem Buch Wie China der Schocktherapie entkam sehr gut auf. Dazu habe ich auch einen Wirtschaftstalk gemacht. Schaut euch den gerne an der Stelle. Das ist auf meinem Erstkanal. Auf jeden Fall hat, wie gesagt, dieser Prozess in China 15 Jahre gedauert. In den ganzen postsowjetischen Staaten, wo der IWF so Schocktherapien empfohlen hat, da hat man diesen Prozess versucht, innerhalb weniger Monate durchzuführen. Und das war eine einzige Katastrophe.
Also man sieht ja, dass der chinesische Weg, der auf starke Interventionen, der auf langsame Lockerung der Preiskontrollen setzte, dass der sehr viel erfolgreicher war. Und selbst nach Ende dieser planwirtschaftlichen Episode, beziehungsweise nachdem man die Wirtschaft weitestgehend auf eine Marktwirtschaft umgestellt hatte, hat der Staat immer noch enorm stark interveniert. Also man denke an den Joint Venture Zwang, den Patrick Hadjimarek gerade anführt. Man denke an die Devisenkontrollen, die in China bis heute in Kraft sind. Also der chinesische Yuan, den hat man erst extrem langsam von der Leine gelassen und bis heute gibt es da starke Kapitalverkehrskontrollen. Und man denke an die chinesische Notenbank, die keinesfalls eine unabhängige Notenbank ist wie in westlichen Ländern, sondern die ganz normales Instrument der chinesischen Wirtschaftspolitik ist. Die Zinsen waren in China über sehr lange Zeit sehr stabil, relativ niedrig für das hohe Wachstum, was man dort hatte. Und damit hatte man sehr investitionsfreundliche Bedingungen. Alles Bedingungen, die in anderen Schwellenländern nie gegeben waren, weil man da eben dieses Dogma hatte, wir brauchen freie Devisenmärkte, wir brauchen eine unabhängige Zentralbank und der Staat sollte sich möglichst zurückhalten. Das hat der chinesische Staat nicht gemacht, der hat extrem stark in die Wirtschaft eingegriffen. Und nochmal zu Argentinien, weil gerade einer im Chat geschrieben hat, Argentinien wäre von Sozialisten heruntergewirtschaftet worden. Das ist einfach Quatsch. Schaut euch dazu, wenn euch das ein bisschen ausführlicher interessiert, mein Interview mit Florian Warweg an. Mit dem habe ich über die Geschichte Argentiniens seit Juan Perón ein bisschen geredet. Also da zeichnen wir auch nur die groben Linien nach, aber das könnte vielleicht interessant sein für diejenigen, die sich ein bisschen über Argentinien informieren wollen. Ja, ich sehe gerade, du schreibst nochmal in Chat, aber nochmal zur argentinischen Geschichte. In den 90er Jahren waren in Argentinien Peronisten an der Macht, die neoliberal waren. Also das ist ja auch interessant, dass der Peronismus nie so in seiner Geschichte nie so homogen war, sondern mal neoliberale Positionen vertrat, mal sehr stark keynesianische Positionen und mal fast schon sozialistisch anmutende Positionen. Also der Peronismus, das ist kein homogener Block, das sollte man dazu sagen. Also mit Sozialisten meinst du wahrscheinlich die Peronisten. Die Peronisten in den 90er Jahren unter Carlos Menem, die Argentinien tatsächlich runtergewirtschaftet haben, die da ein IWF-Programm und eine Wechselkursbindung installiert hatten, die Argentiniens Wettbewerbsfähigkeit zerstört hat. Das waren neoliberale Peronisten. Also das war tatsächlich ein neoliberales Programm, was Argentinien so ziemlich die schwerste Wirtschaftskrise in den letzten Jahrzehnten beschert hat. Die argentinische Wirtschaft, die ist um die Jahrtausendwende um ungefähr ein Drittel eingebrochen. Das war eine einzige Katastrophe. Aufgerichtet wurde Argentiniens Wirtschaft dann übrigens auch wieder von einem Peronisten, nämlich Néstor Kirchner, der auf eine relativ interventionistische Politik setzte, der auf einen schwachen Wechselkurs setzte, der auf staatliche Hoheit über die Notenbank setzte, der auf relativ große staatliche Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen setzte, der relativ viele staatliche Investitionen tätigte, der vor allem den internationalen Gläubigern ihre Schulden nicht komplett zurückzahlte, sondern einen Schuldenschnitt vereinbart hat. Und die nächste große Wirtschaftskrise folgte für Argentinien dann nicht unter den Peronisten, sondern unter dem konservativen Mauricio Macri, der alle Kapitalverkehrskontrollen aufhob, der mit dem IWF verhandelte und sich bereit erklärte, alle Schulden zurückzuzahlen. Das sorgte dafür, dass ganz viel Kapital kurzfristig nach Argentinien floss, dass ganz viele internationale Investoren kurzfristige argentinische Anleihen kauften, dass quasi so ein Strohfeuer gab und die argentinische Wirtschaft dann, als diese Gelder wieder abgezogen wurden, zusammenbrach. Macri reagierte darauf, indem er auf Sparpolitik setzte, indem er sich noch mehr Geld vom IWF lieh und versuchte, den Wechselkurs des Peso nach oben zu manipulieren, was natürlich ein einziges Desaster war bei Leistungsbilanzdefiziten. Also Argentinien heruntergewirtschaftet wurde nicht von Sozialisten, sondern erstmal von den neoliberalen Peronisten in den 90ern und von Mauricio Macri, also auch einem neoliberalen Politiker. Und dann die Peronisten, die nach Macri übernommen hatten, einigten sich leider auch mit dem IWF, was dafür sorgte, dass ja sie nichts an den ganzen Problemen, die Argentinien hatte, ändern konnten. Der IWF verpflichtete Argentinien nämlich zu einer strikten Sparpolitik und entsprechend konnten sie keine Investitionen tätigen, um die Wirtschaft anzukurbeln. Die Zentralbank erhöhte wegen der hohen Inflation die Zinsen. Das führte wiederum dazu, dass die Wirtschaft noch schlechter lief. Also typisch, wenn man sich mit dem IWF einigt, dann geht das nach hinten los. Danach kam jetzt Javier Milei an die Macht und er ja, hat mittlerweile zu einem Einbruch der argentinischen Industrieproduktion, also durch seine Sparpolitik, durch seine ganzen Streichungen von staatlichen Ausgabenprogrammen, hat er mittlerweile einen Einbruch der argentinischen Industrieproduktion von ungefähr 10% im Vorjahresvergleich verursacht, innerhalb der kurzen Zeit, die er schon an der Macht war. Also Milei hat nicht mal für ein Strohfeuer gesorgt, er hat Argentiniens Wirtschaftskrise noch mal drastisch verschlimmert. Also es ist ein einziges Desaster, was Milei da gerade anrichtet.
Seine Strategie besteht wahrscheinlich daraus, auch das bespreche ich mit Florian Warweg, schaut euch das gerne an. Ich kann da jetzt nur so grob drauf eingehen. Seine Strategie besteht grob daraus, dass er die argentinische Exportindustrie fördern möchte, dass er dafür den Binnenkonsum einbrechen lässt, dass er den Peso stark abwertet. Das hat mittlerweile auch schon zu einer Explosion der Armut in Argentinien geführt. Die ist von 40% auf 60% der Bevölkerung explodiert. Also auch das ein ziemliches Desaster. Also eine Anderthalbfachung der Armut, die sowieso schon hoch war, in ungefähr einem halben Jahr, das ist schon eine Leistung. Das ist schon eine Leistung, das muss man schon sagen. Aber wie gesagt, dass Argentinien von Sozialisten runtergewirtschaftet wurde, hat überhaupt nichts mit der Geschichte dort zu tun. Das ist völliger Schwachsinn. Also ich weiß nicht, woher du das hast, das ist Quatsch. Wie gesagt, dass Milei da gerade ein Desaster anrichtet, das kann man an den Zahlen ablesen. Guck dir die Zahlen zur Industrieproduktion an, guck dir die Reallöhne an, guck dir alle Echtzeitindikatoren an. Die Strategie von Milei, die ist schon logisch verständlich. Er versucht, wie gesagt, den Binnenkonsum abzuwürgen. Das führt zu einer massiven Verarmung der Bevölkerung und dadurch die Exportindustrie anzuregen. Dadurch wieder Leistungsbilanzüberschüsse zu erzielen und so langfristig wieder auf den Wachstumspfad zu kommen. Das ist, wie gesagt, ein Wachstumsprojekt, was der einheimischen Bevölkerung enorm Schaden zufügt, was die Binnenwirtschaft auf Jahrzehnte schädigen wird. Aber wer weiß, vielleicht hat er damit ja Erfolg, wenn man das dann noch so nennen will. Die Frage ist nur, welchen Schaden richtet er auf dem Weg an? Vielleicht hat er auch keinen Erfolg, vielleicht scheitert das mit der Ankurbelung der Exportindustrie. Das werden wir sehen. Aber so viel zu Argentinien. Wie gesagt, schaut euch da mein Gespräch mit Florian Warweg auf meinem Erstkanal an. Da haben wir das alles etwas ausführlicher besprochen. Hätte man die Fesseln gelöst und dann lief das von selbst. Das ist sowas von absurd. Also man weiß nicht, das Ausmaß dieser Dummheit und Absurdität dieser Erklärung, das lässt sich einfach nicht in Worte fassen. Das heißt, also du hast es gerade erklärt, wie viele Maßnahmen eigentlich dazu geführt haben, dass es da tatsächlich zu einem Wohlstandswachstum kam auf breiter Ebene, der tatsächlich in die globale Statistik eben so eingeht und die nochmal extrem anders aussehen lässt. So, wir haben jetzt, und das, was du jetzt den neoliberalen Kapitalismus, das ist ja ein Gegenmodell, das ist jetzt schon mit dem Stichwort freie Märkte und so weiter. Aber was ist da denn eigentlich, wenn wir das mal so nebeneinander stellen auf globaler Ebene? Also vielleicht kannst du das nochmal erklären, vielleicht für Leute, die sich damit noch nicht so gut auskennen. Was war der Neoliberalismus des Westens? Was ist da in 50 Jahren so mit dieser globalen Perspektive passiert? Ja, also der Neoliberalismus ist für mich jetzt auch keine, ich sag mal, Deregulierung der Märkte. Das wird ja auch gerne dann irgendwie so porträtiert, aber das stimmt nicht, wenn wir uns anschauen, wie extrem krass durchreguliert die Märkte sind. Ja, teilweise beschweren sich die Unternehmen dann ja auch über, keine Ahnung, allein im Energiebereich gibt es, glaube ich, was weiß ich, 15.500 Rechtsnormen oder irgendwie so. Ne? Also es ist schon eine sehr, sehr starke, oder sind insgesamt sehr, sehr stark regulierte Märkte. Auch Freihandelsabkommen haben ja per se überhaupt nichts, also gar nichts mit freiem Handel zu tun, sondern man verhandelt da über Standards und Zölle und Zertifizierungen, dann diese Schiedsgerichte und so weiter. Also auch das ist hochstaatlich forciert. Von daher hat es diese freien Märkte so per se erstmal nie gegeben. Das waren dann einfach Re-Regulierungen der Märkte, die eben einer bestimmten Minderheit von Menschen bzw. Unternehmen, Konzernen zugute gekommen sind. Und wenn wir uns den globalen Süden anschauen, da ist es vor allem, oder nicht nur, aber insbesondere die Finanzmärkte, die da für Chaos und Verwüstung sorgen, also gerade in vielen Schwellenländern, wo wir diese sogenannten Carry-Trades haben, die für Turbulenzen sorgen. Spekulation, also kann man ja auch nochmal kurz erklären, ja, wie das funktioniert. Ja. Da sind auch einige Währungen. Also wenn ich das kurz unterbreche, das fand ich eine der interessantesten Stellen in dem Buch. Also du beschreibst, wie dieser, sag ich mal, neue Kapitalismus mit der Finanzialisierung dann natürlich die globale Wirtschaft prägt und wie dann solche Spekulationsgeschäfte aufkommen, die in den Ländern des globalen Südens extreme Schäden anrichten. Ja, und das sind Spekulationen mit der Währung. Was ist da genau passiert? Genau, also man nimmt zum Beispiel, also tendenziell ist es ja so, dass die Zinsen im globalen Süden höher sind als im globalen Norden. Auch das ist ein Riesenproblem, weil oft sind die sogar so exorbitant hoch, dass dort überhaupt keine Entwicklung stattfinden kann, wenn man, ich sag jetzt mal, teilweise zweistellige reale Zinsen zahlen muss. Ja, ich meine, wir erleben gerade in Europa und auch in Deutschland, was es bedeutet, wenn die EZB... Ja, ich verweise nochmal auf Argentinien an der Stelle. Zentralbank in Argentinien hat auf jeden Schub bei den Inflationsraten, der durch zu hohe Lohnabschlüsse verursacht wurde, durch Zinserhöhungen reagiert. Diese Zinserhöhungen haben natürlich nicht dazu geführt, dass die Löhne gesunken sind. Die haben nicht dazu, beziehungsweise, dass die Löhne schwächer gestiegen werden. Diese Zinserhöhungen haben einfach nur die Investitionen abgewürgt und damit die argentinische Wirtschaft nachhaltig geschädigt. Auch da haben wir einen Wirtschaftstalk zu gemacht. Schaut da gerne auf meinem Erstkanal vorbei. Da vergleichen wir die Türkei, die in den letzten Jahren eher auf niedrige Zinsen gesetzt hat, und Argentinien, das auf hohe Zinsen gesetzt hat. Weder die Türkei noch Argentinien haben es geschafft, die Inflation unter Kontrolle zu bringen. Aber die Wirtschaft ist in Argentinien sehr stark eingebrochen und in der Türkei ziemlich stark gewachsen.
Das auch zeigt, was der Effekt von solchen Zinserhöhungen sein kann. Also eben, dass die Inflation nicht unter Kontrolle gebracht wird, aber einfach die Wirtschaft abgewürgt wird. Das ist sehr interessant und das kann man in vielen Schwellenländern beobachten. Das war auch in den ganzen postsowjetischen Staaten in den 90er Jahren so. Da ist die Inflation nach Ende der Preiskontrollen nach oben geschossen und die Zentralbank hat die Zinsen hochgesetzt. Was ist passiert? Die Wirtschaft ist noch stärker eingebrochen, aber die Inflation hat man sehr, sehr schlecht unter Kontrolle bekommen. Mal die Zinsen von 0 auf 4% oder sowas erhöht. Also wollen wir uns dann mal nicht vorstellen, was passiert, wenn die Zinsen auf 20, 30, 40, 50% hochgehen. Ja, selbst wenn die Inflation dann 10, 20% sein mag. Und dann selbst bei manchen zum Beispiel in der France-UFA-Zone, also den West und also es gibt ja so ein Speckgürtel einmal vom Westen herunter. Die Länder, die zur France-UFA, zur Währungsunion dort gehören, die haben ja formal einen fixen Wechselkurs zum Euro. Und die Konvertibilität der Währung wird durch den französischen Staat garantiert. Also es ist de facto, können die da einfach nichts, gäbe es da keinen Grund, dass der Außenwert der Währung da jetzt irgendwie unter Attacke gerät. Und nichtsdestotrotz muss man auch in der France-UFA-Zone, wenn wir uns da die Zinsen im Verhältnis zu Europa anschauen, sind die deutlich höher und dort hast du kein Inflationsproblem. Ja? Also in vielen Mitgliedstaaten der Währungsunion hattest du über Jahre sogar Deflation und nichtsdestotrotz sind die Zinsen enorm hoch. Ja? Oder beispielsweise in Djibouti, einem kleinen ostafrikanischen Land, mit dem ich eines meiner ersten größeren Entwicklungsprojekte hatte. Die sind stolz darauf, dass sie das älteste Currency Board der Welt haben. Also die haben einen fixen Wechselkurs zum US-Dollar, der sich seit 1973 nicht geändert hat. Und die Idee eines Currency Boards ist eben, dass man immer genug Devisen bereithält, um die Währung oder die Konvertibilität der Währung zu garantieren. Das heißt, jeder neue Djibouti-Franc, der irgendwie geschöpft wird, muss durch Devisen gedeckt sein. Und weil man da natürlich auch auf mehr als 100% sicher gehen will, hält man auch nicht eine Deckung von 100%, sondern macht 110 da draus. Diese Devisen hält man natürlich auch nicht im Land, weil Gott bewahre, ja, das könnte ja auch internationale Investoren verschrecken, sondern die hält man dann irgendwie in einer Bank in New York oder so, ne? Und wenn man sich dann dort mal die Inflation anschaut, die war in den letzten Jahrzehnten so bei unter 3%. Mhm. Ja, bei einem Zinsniveau von über 11. Ja, also, und kannst du das mal übersetzen? Also was bedeutet das dann für die lokalen Wirtschaften dort? Naja, dass man im Grunde gar nicht investieren kann. Also ich meine, das ist im Grunde, wenn man wirklich so durch diese Sektoren geht, wo es fehlt an Infrastruktur, ob das jetzt Straßen sind, Schulen, Bildung, Gesundheit, Energie, da fehlt es einfach überall. Und wenn man eine Wirtschaft hat, die mit, sagen wir, 3, 4, 5% wächst und dann Zinsen von 10, 15%, also ich meine, wir nehmen da Geld auf, um da einen Gewinn draus zu schöpfen. Diese Kapitalkosten sind so hoch, dass man enorm extraktive Geschäftsmodelle haben muss, also wirklich Monopolgewinne hoch 1000, ja, dass man überhaupt die Kapitalkosten decken kann in so einer Wirtschaft, dass es sich dann nicht lohnt zu investieren. Und deswegen wird dann auch nicht investiert. So, und deswegen. Ja, extrem extraktive Geschäftsmodelle, Rohstoffe. Also deswegen werden, deswegen sind so gut wie alle Länder, die in der CFA-Franzzone sind, deswegen sind fast alle diese Länder Rohstoffexporteure. Man hat das beim Niger beispielsweise letztes Jahr gesehen. Da hat ja ein Putsch stattgefunden. Und was haben die Putschisten als eine der ersten Maßnahmen gemacht? Sie haben die Uranpreise angehoben. Also, weil die nigrische Wirtschaft nichts groß anderes hat, außer dass sie Rohstoffe exportiert. Der Niger hat keine eigene Landwirtschaft. Der hat seit über 20 Jahren sehr hohe Leistungsbilanzdefizite, die einzig und allein durch Transferzahlungen von internationalen Organisationen, wie beispielsweise Weltbank oder der Afrikanischen Entwicklungsbank, finanziert wurden. Also dieses Land wurde dadurch, dass es Teil der CFA-Zone war, wirtschaftlich am Boden gehalten. Der Niger hat, glaube ich, in den 60er Jahren sein wirtschaftliches Peak erreicht, was das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf angeht und ist seitdem sogar noch weiter abgestiegen. Also der Niger war damals schon ein bettelarmes Land und heute ist er nochmal, wenn man sich das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf ansieht, nochmal ein ärmeres Land. Also das war entwicklungspolitisch ein einziges Desaster da und das daran schuld ist, zu einem Gutteil diese Franc-CFA-Zone. Also die Inflation, die war da zwar immer niedrig. Also ich meine, wenn du deine Währung an den Franc bindest, beziehungsweise an den Euro, was ja beides relativ stabile Währungen waren, da hast du halt eine niedrige Inflation. Aber wenn du die zu einem zu starken Wechselkurs an den Franc beziehungsweise an den Euro bindest, was man auch gemacht hat, was Frankreich auch so vorgeschrieben hat. Ich meine, diese Franc-CFA-Zone, die ist ja ein Mittel von Frankreich, um sich sein Kolonialreich zumindest in wirtschaftlicher Hinsicht weiterhin zu sichern. Also französisches Kapital ist auch im Niger absolut dominant. Also Frankreich ist da auch der wichtigste Handelspartner. Marlon und ich auch mal aufbereitet. Will ich jetzt gar nicht so detailliert drauf eingehen. Auf jeden Fall sieht man da sehr gut, wie so eine Wechselkursbindung eine Wirtschaft dauerhaft am Boden halten kann. Und wenn du so eine Währung dann an Euro bindest, dann brauchst du halt auch immer hohe Zinsen,
damit auch ja niemand diese Wechselkursbindung in Frage stellt. Und diese hohen Zinsen, die töten dann natürlich jede Investitionstätigkeit. Können auch die Staaten sich nicht wirklich verschulden und investieren, weil einfach die Zinskosten so enorm hoch sind, dass die da eingegrenzt sind. Ja? Also auch wenn wir uns mal die Staatsquoten anschauen oder so, da ist gerade Afrika ein Eldorado für Neoliberale. Ja? Also wir haben oft Staatsquoten von, keine Ahnung, 20-30% oder so, Schuldenquoten, klar, in einigen Ländern sind sie ein bisschen höher, aber auch dort tendenziell eher niedriger als im Norden. Ja? Und das liegt einfach daran, dass die Staaten sich eben überhaupt nicht verschulden können, überhaupt nicht agieren können, auch weil eine recht, ich sag mal, eingeschränkte Besteuerungsbasis da ist. Naja, so wie die Kapitalmärkte international funktionieren, die Zinsen exorbitant hoch sind. Und wenn wir uns dann mal anschauen, also es war in einem Artikel, für den Freitag habe ich das kürzlich geschrieben, der globale Süden, die Entwicklungs- und Schwellenländer, zahlen insgesamt 450 Milliarden US-Dollar an Zinsen jedes Jahr und an Entwicklungshilfe geht, ich glaube, es waren 210, 220 Milliarden in die andere Richtung runter. Also es ist absolut irre. Wir haben da im Grunde einen enormen Ressourcentransfer vom Süden in den Norden, der die Länder dort in Armut hält. Jetzt passiert. Wartet mal kurz. Quasi, man hat ja die Entwicklungshilfe auf der einen Seite, die Länder verpflichten sich dazu, ne? Es wird sozusagen offiziell finanzielle Hilfe geleistet, aber wie du es gerade erklärt hast, durch die Zinsen und so weiter fließt eigentlich viel mehr Geld zurück aus dem globalen Süden. Ja, jetzt würde ja jeder Mensch sagen, das ist ja wahnsinnig ungerecht oder das ist so, ne? Aber wie kannst du das jetzt jemandem, du bist natürlich wahnsinnig tief in der Materie drin, aber wie würdest du das jemandem erklären? Warum ist das so? Und warum wird das, oder was kann die Politik das, dagegen tun? Das ist ganz klar, da sind Kapitalinteressen dahinter, die davon profitieren und die absolut kein Interesse haben, dass sich daran was ändert. Und das ist für mich der Hauptgrund. Ich glaube, intellektuell wird das auch nicht so ganz durchdrungen. Also gerade die gängigen Entwicklungsorganisationen, ich glaube jetzt nicht, dass es nur Kapitalinteressen sind, die dahinter sind, da ist auch eine Ideologie, die aus einem neoklassischen Mainstream-Verständnis der Wirtschaft beruht, wo man dann sagt, ja, aber hier schaut mal, ihr habt ja Knappheiten an Kapital. Das heißt, ihr müsst Kapital importieren. Und naja, wenn die Länder dann eben Leistungsbilanzdefizite fahren, ist das erstmal per se überhaupt kein Problem. Nur irgendwann, naja, kommt dann die Zinswende in den USA oder so, wo dann plötzlich das ganze Kapital abrauscht und deren Märkte dann einbrechen und dann werden sie damit alleine gelassen und müssen im schlimmsten Fall Griechenland-Programme fahren, um ihre Wirtschaft zu sanieren, in Anführungszeichen. Von daher, also ich glaube, wir haben auf der einen Seite ein intellektuelles Problem, aber auf der anderen Seite dann auch ganz klar Partikularinteressen, die dahinter sind und die da Druck machen, dass alles so bleibt, wie es ist. Also ich habe das auch von Kollegen bei der UNCTAD mitbekommen, die gerade jetzt nach 2008, also wo dann, ne, überall die Zinsen gesenkt wurden, im globalen Norden, im globalen Süden natürlich auch, wenn teils auch nicht so stark wie im globalen Norden, dann war es, und da kommen wir vielleicht nochmal zu den Spekulationsgeschäften vom Anfang zurück, da war das eben üblich, dass man dann sich Zinsen zu 0% in London oder New York aufnehmen konnte und dann nimmt man mal, also Südafrika ist ein klassisches Beispiel für diese Carry Trades, aber auch andere Länder, Türkei spielen ja auch eine ganz große Rolle. Und dann nimmt man sich, nehmen wir jetzt mal das Beispiel also Südafrika. Also sind sozusagen Leute, die im Börsengeschäft in den Börsen in, weiß ich nicht, New York oder Paris oder sonst wo sitzen sozusagen und die betreiben dieses Geschäft. Ja, genau. Ja. Also das sind Spekulanten. Das sind jetzt nicht nur Börsianer, die mögen auch mit dabei sein, aber das sind vor allem dann Hedgefonds, Investmentfonds, solche Gesellschaften, die sich dann eben günstig Kredite aufnehmen. Also George Soros ist ja beispielsweise einer der bekanntesten Spekulanten. Der hat ja, glaube ich, allein mit der Wette gegen den IRM in den 90er Jahren in Europa hat er, glaube ich, mit einem Trade irgendwie eine Milliarde oder sowas gemacht. Also der hat da schon aufs richtige Pferd gesetzt, in Anführungszeichen. Also man geht dann zu einer Bank, ja, und sagt so, hier, wir wollen oder auf die Geldmärkte, das ist egal, bei null Zinsen so, dann nimmt man das auf, machen wir da Einfachheit halber null Zinsen. Und dann tauscht man die Dollars oder Pfunde oder was auch immer in südafrikanische Rands um und dann ja, investiert man eben in die südafrikanischen Papiere. Ja, wenn dort, sagen wir mal, das Zinsniveau bei 5% liegt oder so, dann macht man da seine 5%. Und dann, wenn die Anleihe oder das Papier oder wie auch immer abgelaufen ist, nimmt man die gesamten Einnahmen, tauscht es dann wieder in US-Dollar um, zahlt den Kredit ab und behält dann den Rest, also in dem Fall die Zinsdifferenz, für sich. Und weil das eben ein so lukratives Geschäft ist, machen das viele. Ja, also man hat dann in den Ländern des globalen Südens das Problem einer höheren Inflation. Genau, was macht das mit den Ländern dann da? Naja, das verschlechtert deren Wettbewerbsfähigkeit gegenüber dem Ausland. Wenn die Preise dort stärker steigen, wird man weniger wettbewerbsfähig. Das heißt, man hat dort einen Nachteil auf den Märkten. Und danach hat man noch höhere Zinsen, was die Wirtschaft natürlich auch nochmal belastet. Dann kommen internationale Investoren, die in Finanzpapiere investieren. Das heißt, die Vermögenswerte dort werden dann aufgebläht. Und weil dann die Nachfrage nach der Währung steigt, hat man dann noch zusätzlich einen Wechselkurseffekt. Das heißt, die Preise steigen und die Währung wertet auf. Das heißt, man hat so eine doppelte Verschlechterung der Wettbewerbsfähigkeit.
Und das führt dann immer wieder zu Krisen, weil irgendwann muss es dann krachen, dann folgt die Korrektur und die ist in den meisten Fällen ziemlich gewaltig. Und für die Finanzhaie ist es natürlich so, dass man neben der Zinsdifferenz, die man sich da abholen kann, die Inflation ist für die völlig Wumpe, ja, also das interessiert die ja nicht, sie wollen ja nichts kaufen mit ihrem Geld in dem Land, die wollen nur die Renditen haben. Und zusätzlich wertet die Währung noch auf. Das heißt, ich brauche. Das ist übrigens auch ein Problem für reichere Schwellenländer. Also man denke an Ungarn vor der letzten Finanzkrise. Die hatten ziemlich, ziemlich hohe Leistungsbilanzdefizite, weil ihre Währung total überbewertet war, dank Carry Trades. Oder die Türkei. Die türkische Währung, die war in den letzten 20 Jahren fast durchgängig überbewertet, einfach weil viele Spekulanten die hohen Zinsen in der Türkei ausgenutzt haben. Also das ist auch ein Grund, warum die türkische Regierung sich dann zwischenzeitlich entschieden hatte, auf niedrige Zinsen zu setzen. Also diese, sobald die Zinsen in einem Schwellenland höher sind, lockst du damit Währungsspekulanten an, die dann in die Währung gehen und diese Währung damit, ja, die für eine Überbewertung sorgen und diese Überbewertung, die zerstört ja deine Exportindustrie. Und wenn du die Zinsen dann wieder anhebst, dann zerstörst du wieder die Investitionstätigkeit. Also das sorgt dafür, dass viele Schwellenländer, selbst Schwellenländer, die stark wachsen, also die Türkei ist ja jetzt kein Negativbeispiel, die Türkei ist ja relativ stark gewachsen, zwar mit starken Konjunkturzyklen, aber durchgängig ein positives Wachstum. Selbst solche Schwellenländer leiden enorm darunter, dass ihre Währung dauernd überbewertet ist, dass die Zinsen dauerhaft überhöht sind und damit die Investitionstätigkeit geschwächt wird. Die Auslandsschulden steigen jedes Jahr und irgendwann lassen sich diese Auslandsschulden nicht mehr bezahlen, dann kommt es zur Korrektur, wie Katja Marek gerade gesagt hat. Weniger dann südafrikanische Rands für denselben Betrag an US-Dollar, beziehungsweise man kriegt mehr US-Dollar für denselben Betrag an afrikanischen Rands, die man dann hatte. Und naja, entsprechend kann man sich dann wirklich damit die Taschen voll machen. Und die Entwicklungsländer sind zusammen mit der UNCTAD, 2010 war das, auf die Barrikaden gegangen, eben gegen diese verrückten Märkte. Und also Mantega zum Beispiel, damalige Finanzminister Brasiliens, hat von einem Währungskrieg gesprochen. Die UNCTAD hat das mit aufgegriffen. Und hat dann eben entsprechende Eingriffe der Staaten gefordert, dass man das beendet. Das könnte man ohne Probleme machen. Durch Regulierungen, durch politischen Willen, oder? Genau, durch Regulierungen, durch politischen Willen, aber auch, also vor allem dann in den Ländern des globalen Südens, durch mehr Spielraum bei Kapitalverkehrskontrollen, aber auch durch eine stärkere Kooperation der Zentralbanken. Also wenn, ich sag mal, in einem Land die Inflation um 5% hochgeht, müsste die Währung idealerweise um 5% abwerten, so, dann bliebe die Wettbewerbsfähigkeit gleich und dann würde es nicht ständig zu diesen extremen Ungleichgewichten kommen. Sehr guter Punkt. Also das könnte übrigens die EZB machen, das könnten wir Europäer machen. Also wir sehen ja gerade, dass Russland und China uns in Afrika den Rang ablaufen. Vor allem, da wir Europäer dort durch unsere Politik, die wir ja gerade schon beschrieben hatten, über 50 Jahre hinweg seit Ende der Kolonialzeit dafür gesorgt haben, dass viele Länder dort, gerade die aus der Franc-CFA-Zone, weiterhin auf einem erbärmlich armen Niveau bleiben, dass sie sich überhaupt nicht entwickelt haben, dass sie teils sogar eine Deindustrialisierung erlebt haben. Gerade da könnten wir Europäer wieder einen Fuß in die Tür kriegen. Also wir könnten tatsächlich afrikanischen Ländern mit stabilen Rahmenbedingungen, mit gut funktionierenden staatlichen Institutionen anbieten, dass wir für einen flexiblen, festen Wechselkurs zum Euro sorgen, der immer für eine vernünftige Wettbewerbsfähigkeit dieser Länder sorgt. Der immer dafür sorgt, dass die Leistungsbilanzen ungefähr ausgeglichen waren, dass sie bleiben, dass sich diese Länder gegenüber dem Rest der Welt nicht verschulden müssen. Dieses Angebot könnte man als erstes an die Länder der Franc-CFA-Zone richten. Gerade da viele Länder mit diesem Franc-CFA sowieso unglücklich sind und sie jetzt irgendwas Neues brauchen. Also, und bevor sie da komplett aus dieser Zone austreten, wäre es ja sinnvoll, sie zu reformieren, in dem Sinne, dass diese Länder dauerhaft ihre Wettbewerbsfähigkeit sicherstellen können. Also sehr guter Vorschlag von Patrick Kaczmarek. Da könnten wir Europäer hier einen Schritt vortreten. Da könnten, also solche Debatten führen wir ja gar nicht. Also hier wird ja überhaupt nicht über Entwicklungspolitik, über unsere Beziehungen zu afrikanischen Staaten diskutiert. Wir diskutieren lieber über wertegeleitete Außenpolitik und anderen Unsinn. Und also von daher, das ließe sich ohne Probleme machen. Und da wurde halt vor allem dann, also die UNCTAD hat das mit aufgegriffen und dann wurde vor allem von der Obama-Administration extremst viel Druck gemacht, dass es fallen gelassen wird. Und der Grund dahinter war ganz einfach, die Wall Street finanziert eben die amerikanische Politik. Wer gegen die Interessen der Wall Street arbeitet, schafft es nicht ins Präsidialamt. Das heißt, selbst wenn man den Entwicklungsländern jetzt was Gutes tun wollte, würde man die Unterstützung der Finanziers verlieren. Das heißt, in der nächsten Legislatur hätte man dann eben einen republikanischen Präsidenten, der das Ganze dann rückabwickelt und dann wäre es das gewesen. So. Also man hat da, und Großbritannien war auch immer mit dabei. Also die City of London, die macht ja auch extrem viel Geld mit Devisenspekulationen und die sind da auch immer kräftig mit am Lobby. Ja, westliche Politik wird an der Wall Street und der City of London gemacht.
Das kann man nicht häufig genug betonen. Aber schön, dass das hier so klar gesagt wird, dass ja, vielfach wird dann ja gesagt, ja, die Politiker verstehen es nicht, doch. Viele, also gerade diese Carry Trades, der Mechanismus ist ja relativ einfach zu verstehen. Gerade das haben viele Politiker verstanden. Aber gerade daran will man nichts ändern, weil da eben sehr mächtige finanzielle Interessen dahinter stehen. Ihren, dass da bloß nichts passiert. Es ändert sich natürlich jetzt mit dem Aufkommen Chinas. Das ist auch mit der Hauptgrund. Da brauchen wir auch keinerlei Illusionen irgendwie, dass das die wertegebundene Freiheit der USA ist, die jetzt global durchgesetzt werden soll. Das ist völliger Bullshit. Also denen geht es um den Erhalt der Hegemonialmacht. Da sind die auch offen und klar und pragmatisch. Ja, hier muss man in Europa natürlich alles mit Moralien irgendwo aufladen und sich als Werteverteidiger irgendwo hochstilisieren, was völliger Quatsch ist. Aber nichtsdestotrotz hat sich durch den Aufstieg Chinas die globale Landschaft geändert und hat man jetzt mehr Optionen natürlich auch in Richtung Asien. Und von daher gibt das manchen Ländern ein bisschen mehr Spielräume, sage ich mal. Das heißt also diese Entwicklung, ne, dass das westliche Modell, sage ich mal, mit den deregulierten Finanzhilfen, die gleichzeitig deregulierten Finanzmärkten bei gleichzeitiger irgendwie so pseudomäßiger Entwicklungshilfe etc. hat den Ländern im globalen Süden auf Dauer eigentlich nichts gebracht. Es hat viele ärmer gemacht und jetzt haben wir ja eine Entwicklung, wo das auch im Westen ankommt, ja, wo man diese, sage ich mal, auch politisch sich jetzt mehr traut, auch gegen die westlichen, ja, Interessen oder Verlautbarungen auch gegen anzugehen, ja. Also wie schätzt du die aktuelle da globale politische Lage ein? Du hast es gerade schon ein bisschen angedeutet. Also, wo steht der globale Süden da jetzt? Also, ja, also ich meine, der globale ja, ist Süden ist groß, ja auch genau, immer, es ist klar. groß. Du hast Ja. da viele, also alleine bei den BRICS-Staaten ja auch extreme, ich sag mal, Spannungen zwischen den einzelnen Ländern oder so. Das sollte man jetzt nicht so als homogene Masse irgendwie bezeichnen und entsprechend, ja, tun sich. Ja, die BRICS wird durch eine einzige Sache zusammengehalten, nämlich durch den Zusammenhalt des Westens. Also die BRICS, das ist kein stabiler Block, der eine globale Hegemonie erringen könnte. Es ist ein Zweckbündnis völlig unterschiedlicher Staaten, die einfach nicht mehr unter der Fuchtel des Westens leben wollen. Also und das sagen diese Staaten ja auch ganz offen. Das Ziel der BRICS ist ja nicht globale Hegemonie, das Ziel der BRICS ist eine multipolare Weltordnung. Also dass globale Politik nicht nur in Washington gemacht wird, sondern auch noch in Peking, in Moskau, in Brasilia, also dass wirklich es verschiedenste Machtzentren auf der Welt gibt und nicht ein einziges Machtzentrum, in dem über alle anderen entschieden wird. Da auch nochmal Differenzen auf. Also es läuft alles irgendwie auf so eine Art Blockbildung hinaus, die derzeitigen Tendenzen. Und idealerweise, also wenn wir mal sagen, so die USA auf der einen Seite, China auf der anderen, wird der globale Süden sich natürlich versuchen, so zu positionieren, dass er die eine gegen die andere Seite ausspielen kann, um das Beste dann für sich rauszuziehen. Ja, also da auf diese Tendenz läuft's da gerade hinaus. Natürlich mit der demografischen Entwicklung, die wir haben, auch auf globaler Ebene ist es so, dass das Schwergewicht sich insgesamt politisch runter in den globalen Süden verlagern wird. Man kann versuchen, das zu bekämpfen. Ich meine, die USA machen das ja auch, Europa übrigens auch, dass man da möglichst viel Einfluss gewinnt. Meines Erachtens wäre die klügere Strategie, dass Europa sich als noch unabhängigere Stimme da irgendwo etabliert. Den Ländern des Südens Ja, jetzt. absolut. Also das Erste, was man machen sollte, diese ganzen Wirtschaftskriege, die man gegen andere Länder führt, gegen Syrien, gegen Afghanistan, gegen Nicaragua, gegen Venezuela und vor allem gegen Russland, diese ganzen Wirtschaftskriege müssten wir in Europa komplett beenden. Also wir müssten, ähnlich wie China das macht, auf eine Politik der Nichteinmischung setzen und den Ländern friedlichen Handel, friedliche Kooperation anbieten. Wie gesagt, wir können vor allem afrikanischen Staaten, was Wechselkurspolitik angeht, könnten wir denen gute Angebote machen. Also sowas wird hierzulande nicht mal debattiert. Also stimmt, wenn es hier um Entwicklungshilfe geht, dann um irgendwelche Fahrradwege in Peru oder irgend so einen großen Bild, völlig irrelevante Dinge. Also über solche Dinge, über die hier gerade gesprochen wird, über die reden wir gar nicht. Das ist ja das eigentliche Desaster. Nicht nur, dass die falsche Politik gemacht wird, sondern dass keine Debatten über diese falsche Politik stattfinden. Dass es gar kein, also in der breiten Öffentlichkeit gar keine Konzepte gibt, was man besser machen könnte. Also schaut euch das Video hier mal an. Das hat 6.000 Aufrufe, glaube ich, gerade. Also das. Ja, 6.600 Aufrufe. Das ist so traurig. Sowas müsste im öffentlich-rechtlichen Fernsehen laufen. Also jemand wie Patrick Kaczmarek, den müsste man mal in die ARD einladen, beispielsweise. Es geht nicht, dass sowas auf irgendwelchen kleinen, randständigen linken Kanälen passiert, die auf die politische Meinungsbildung einen sehr, sehr marginalen Einfluss haben. Das ist ja das eigentliche Desaster. Das ist ja auch das, was Heiner Flassbeck immer beklagt.
Wir führen die eigentlichen Debatten nicht, wir reden über irgendwelchen Unsinn und es kommen gar keine richtigen Analysen mehr vor. Aber das ist halt die Situation. Nicht nur über, ich sag mal, blumige Worte und Angebot macht, sondern auch wirklich knallhart mit Initiativen unterlegt, dass man es ernst meint mit ihnen. Stimmt, Herr Wallanier schreibt, solche Sendungen kommen doch im ÖRR und zwar auf Arte oder Tagesschau 24 um 3 Uhr nachts. Ja, das. Die werden dann auf solche Sendeplätze geschoben. Ja, aber mittlerweile hat das diese Berichterstattung ja wirklich ein Niveau unterschritten, das kann man sich kaum noch ausmalen. Also wer von multipolarer Weltordnung redet, also der Weltordnung, in die wir gerade immer mehr reingeraten, in der wir wahrscheinlich auch schon sind, dann wird einem vorgeworfen, man würde russische Propaganda verbreiten, in Russland spreche ja auch, also kein Scherz, das habe ich wirklich schon gelesen. Multipolare Weltordnung sei ein russisches Narrativ. Also auf diesem Niveau befindet sich der Diskurs in Deutschland. Also da fällt einem wirklich nichts mehr zu ein. Also man könnte in Handelspolitik anfangen, ja, wo im Grunde, also ich meine auch dort, das ist eine Lächerlichkeit, nicht zu überbieten, wenn jetzt Deutschland irgendwie China Überkapazitäten oder so vorwirft, weil das Land mehr produziert, als es konsumiert. Also das ist so der berühmte Serienladendieb, der dann irgendwie anderen sagt, man darf nicht klauen. Völlig irre. Also ich meine, solange wir auf dem Niveau unterwegs sind, haben wir absolut null Glauben. Okay, sorry, dass ich da jetzt schon wieder unterbreche, aber ich glaube, das muss ich für die Zuschauer, die nicht verstehen, worum es hier geht, nochmal kurz erklären. Deutschland hat in den letzten 25 Jahren eine Politik des Lohndumpings betrieben. Die Löhne sind in Deutschland viel schwächer gestiegen als in anderen Eurozonenstaaten und der Euro ist in den letzten 10 Jahren auch deutlich unterbewertet gewesen, was die deutsche Exportindustrie nochmal angekurbelt hat. Deutschland hat jetzt gerade Leistungsbilanzüberschüsse in Höhe von ungefähr 6-8% des Bruttoinlandsproduktes, wenn gerade mal keine Energiekrise ist wie im Jahr 2022. Also wir haben trotz der explodierenden Energiepreise, trotz der explodierenden Importpreise immer noch relativ hohe Leistungsbilanzüberschüsse und dann ein Land wie China, was Leistungsbilanzüberschüsse irgendwie zwischen 1-3% des Bruttoinlandsproduktes hat, also ungefähr, schaut euch die aktuelle Leistungsbilanz von China an, die Leistungsbilanzüberschüsse sind wesentlich niedriger als die von Deutschland in Relation zum Bruttoinlandsprodukt, dann dafür zu tadeln, dass es sich eine erfolgreiche Exportindustrie aufgebaut hat und nicht komplett eine ausgeglichene Leistungsbilanz hat, das wird schon eine unfreiwillige Komik. Also das, ja. Glaubwürdigkeit. Die ist jetzt natürlich mit dem Krieg in Nahost und gerade mit dem Vorgehen in den Kriegsverbrechen der israelischen Regierung, die ja da sind. Also das kann man in Deutschland gerne noch negieren, weil man sich in irgendeinem Paralleluniversum befindet. Aber die ganze Welt sieht, was da passiert und im Grunde verliert man dort auch noch an Glaubwürdigkeit. Doppelstandards werden einem vorgeworfen und die gibt es natürlich nicht nur bei Menschenrechten, sondern auch in der Wirtschaft. Und an dieser Überschussdebatte sieht man das ganz klar. Aber was man machen müsste, wäre, dass man wirklich bereit ist, auch, ich sag mal, seine Hand von der Kontrolle des globalen Südens irgendwie so ein bisschen zu lösen und trotzdem dafür sorgt, dass man auf der einen Seite die Finanzmärkte stärker an die Kette nimmt. Das geht aber leider nur mit USA und UK zusammen, aber auch dort könnte man zumindest Initiativen starten, dann auch beispielsweise bei einer Besteuerung von Milliardären, Konzernen etc. Deutlich mehr auf Transparenz hinwirken, weil auch dort gehen natürlich viele Gelder flöten. Man müsste akzeptieren, dass Rohstoffe vielleicht nicht umsonst zu bekommen sind. Ja, also das ist also dieser berühmte Terms of Trade Effekt. Wir haben ja gesehen, was passieren kann, wenn Preise für Energie, beispielsweise was wir eher importieren, massiv steigen. Ja, wenn die Nachfrage oder die ausgefallene Nachfrage dann praktisch nicht durch diese Länder aufgefangen wird, dann haben wir einfach einen Wohlstandsverlust in dem Sinne. Auf kurze Sicht zumindest. Langfristig muss man halt immer gucken, wie man dann damit umgeht. Da könnte man natürlich auch noch ein bisschen was. Ja, und aktuell sieht es ja so aus. Ich hatte ja schon die Putsche in vielen ehemaligen französischen Kolonien angesprochen, da werden die Preise für viele Rohstoffe jetzt steigen. Zwar ob wir wollen oder nicht. Es hat keine militärische Intervention dort gegeben. Die Putschregime sind erstmal nicht gestürzt. Die werden wohl jetzt für einige Zeit an der Macht bleiben. In Burkina Faso, Niger und was war denn das andere Nachbarland? Ich will euch jetzt nichts Falsches erzählen. Die arbeiten gerade an einer Konföderation, also einer immer engeren Zusammenarbeit. Entsprechend dürften viele Rohstoffpreise jetzt erstmal steigen. Also das ist die Aussicht, vor der wir in Zukunft stehen. In dem Sinne wirklich gutes Interview von Patrick Kaczmarek. Ich hatte ja schon gesagt, ich habe leider nicht so viel Zeit, dass wir aufs ganze Interview reagieren können. Wir sind jetzt ungefähr bei der Hälfte. Schaut euch wirklich gerne das ganze Interview an. Es ist in der Videobeschreibung verlinkt. Gibt es auch auf Spotify, wenn ihr es nicht auf YouTube sehen wollt. Das könnt ihr überall abrufen. Wie gesagt, ich finde, sowas braucht viel mehr Aufmerksamkeit.
finde es schade, dass solche Leute wie Patrick Kaczmarek nur bei ja so kleinen Kanälen wie Jacobin eingeladen werden und nicht mal eine größere Bühne bekommen. Ja, in dem Sinne nochmal zum Schluss der Hinweis, abonniert mich auf Odyssee, abonniert mich auf Rumble. Dort gibt es diese Reaktionsvideos früher zu sehen. So, in Mali war es übrigens. Niger, Mali und Burkina Faso, die arbeiten an der Konföderation. Gott, warum bin ich denn gerade nicht auf... Also wirklich, Afrika ist der einzige Kontinent, wo ich euch den Großteil der Länder nicht auf einer Karte zeigen könnte. Das sagt auch schon einiges. Auf jedem anderen Kontinent, da könnte ich fast jedes Land auf der Karte benennen. Nur auf in Afrika, da muss ich immer noch überlegen, welches Land liegt jetzt genau wo. Naja, in dem Sinne, wie gesagt, abonniert mich auf Rumble, abonniert mich auf Odyssee, schaut euch gerne das ganze Interview von Patrick Kaczmarek an. Die Links sowohl zu dem Interview als auch zu meinen Rumble- und Odyssee-Kanälen findet ihr in der Videobeschreibung. Ja. Wie schon gesagt, in dem Sinne sehen wir uns wann anders wieder.